Jetzt bitte Friedhelm Frischenschlager mit seinem Statement, bitte. Ja, ich bin sehr dankbar für diese Initiative, für diesen Versuch, wieder Leben in unser demokratisches Gefüge zu bringen, weil wir alle kennen den Reformstau, aber es geht auch tiefer. Das Verhalten der jetzt Regierenden führt dazu, dass der Sinn der repräsentativen Demokratie abgebaut wird. Die Regierenden laufen vom Populismus davon und das ist das eigentliche Problem. Aber wenn wir uns erinnern, was ist Sinn der repräsentativen Demokratie, dann ist es ja gerade, dass die Regierenden die Möglichkeit haben, auch dann, wenn ihnen der öffentliche Wind ins Gesicht bläst, zum Beispiel durch den Boulevard, dass sie trotzdem nicht nur die Pflicht, sondern auch die Möglichkeit haben, Notwendiges, im wahrsten Sinne des Wortes, Notwendiges, also Reformen zu machen. Und erst später, am Wahltag, wird das eigentliche Urteil gefällt werden. Und wenn eine Regierung nicht nur vor dem eigenen Populismus davonläuft, wenn Regierende an den Interessensgruppen und Klientelen picken, an der Tagesstimmung, dann kann da nichts herauskommen. Aber damit wird auch der Sinn der repräsentativen Demokratie nicht nur beschädigt, ausgehöhlt, sondern kommt an seine Grenzen. Wir haben ein freies Mandat, damit man eben nicht unter dem Eindruck der momentanen Stimmung Entscheidungen treffen muss. Es ist kein gebundenes Mandat. Und wir haben Amtsregierungsperioden mit dem Zweck, dass Regierende handeln können in der Hoffnung und Erwartung, dass später das, was sie tun, sich als richtig herausstellt und auch dann von der Öffentlichkeit, von den Wählenden akzeptiert wird und unterstützt wird. Und wenn wir das zerstören, weil Regierende dem Populismus nachgeben, dem Boulevard nicht nur folgen, sondern sich ihm ausliefern, dann kommt es zu dieser Politikblockade. Und dann kommt es eben zu dieser Aushöhlung der repräsentativen Demokratie. Und das ist die tiefere Problematik über den Reformstau hinaus. Und das in Gang zu setzen, müssen wir die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger an Bord holen. Und das ist der Sinn dieses Unternehmens, für das ich sehr dankbar bin, dass es Wolfgang Radlecker gestartet hat.